Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind tief im Gebiet der Skyans. Wir wollen zum Hauptformer. Wollen uns hier aber vorher noch umschauen, was es hier so in diesen Gebäuden gibt. Na? Wo ist er? Crony hat ihn abgeschossen. Sehr gut. Ein kleiner Ruckler. Ich weiß nicht, was da war. Ist hier einer drin? Bartaxt. Ne, ich glaube, der läuft draußen rum. Aber ich glaube, der kommt jetzt rein. Noch ein Tresor. Eins, null, zwei, sechs. Null, zwei, sechs geht nicht. Sechs, zwei geht auch nicht. Mit null mag er's nicht. Sechs, vier, null, zwei geht nicht. Sechs, zwei, vier, null. Dann müssen wir noch die vier und die sechs tauschen. Geht doch. Schwarzgebrannter Wein und Stims. Heiltrank, nicht schlecht. Beere. Bremsraketen, alles Medikit. Haufen Bücher. Dann kommen wir in diese Ebene noch rein. Ein Schlafsack gibt's hier. Oh, ansonsten gar nichts. Geht's da oben irgendwo noch rein? Ich glaube nicht. Nee. Das ist jetzt die Brücke zum Former.
Das kann sein. Wir wollten aber da unten nochmal nach den Gebäuden schauen. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. So, dann schauen wir uns hier noch um. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Dunkles Elex. Ein blutiger Burger, ob man den noch essen kann. Ritualmesser in der Spüle. Naja, wenn man nichts anderes zum Schneiden hat. Noch ein Tresor. Heieiei. Paar Zigaretten. Lampe, noch ein Schlafsack. Bremsrakete. Ein paar anderes Zeug. Nummer sehe ich jetzt keine hier irgendwo. Da steht auch nichts. Null 419. Weil der 1 ist hier falsch. Die 4 gehört ganz hinten hin, aber was haben wir jetzt? Die 6 vielleicht. Das war 1, 9. Moment. 1. Jetzt habe ich es vergessen. Oh, Hacken. Das war nichts. Hoffentlich geht er jetzt überhaupt noch auf. Jetzt habe ich die Nummer vergessen. Eins, neun, acht, vier. Geht doch. Hätte ja auch die Null sein können. Da mal ganz schön rumgestumpert. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Dann schauen wir hier mal rein. Na, komm ruhig rein, wenn du was willst. Ich komme jetzt nicht raus, extra wegen dir. Sind schon irgendwelche zwei Viecher da draußen. Noch ein Schlafsack. Das ist wirklich an jeder Ecke ein Schlafsack.
Hier gäbe es immer noch Treibstoff. Weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug jetzt noch mache. Toter Bandit, was macht der denn hier? Ein Truhenschlüssel und ein schmutziger Brief. Reiß dich endlich zusammen. Keine Ahnung, wie ich noch an dich herankommen soll. Seitdem du dieses verdammte Elex zu dir nimmst, kann ich nicht mehr vernünftig mit dir reden. Ich werde mich weiterhin weigern, dieses Dreckszeug zu nehmen. Nur weil ich einmal vergessen habe, das Fleisch direkt wegzuschmeißen, musst du noch lange nicht so mit mir umgehen. 2 Wochen lang hast du nur die nötigsten Informationen mit mir geteilt. Es reicht mir. Ich habe dein restliches Elex im See versenkt. Du musst einfach wieder ohne das Zeug klarkommen. Okay, wir müssten also könnten in einem See suchen. Ja, nach Elex, aber... Na komm her. Was macht er da? Schieß ihn ab. Der kommt nicht, der hängt. Gut, haben wir beide entsorgt. Eine Truhe. Noch ein toter Bandit. Das ist der mit dem Elex ist. Wie kann man nur einen Beutel mit Elex herumliegen lassen? Bevor er in die falsche Hände gerät, habe ich ihn mitgenommen. Eine geringe Menge Elex soll angeblich schon für ein wenig Entspannung sorgen. Für die Jagd behalte ich aber lieber einen klaren Kopf. Im Schrank ist es vorerst besser aufgehoben. 1000 Mal habe ich ihr gesagt, 1000 Mal habe ich ihr gesagt, dass sie das Fleisch direkt wegschließen soll. Langsam habe ich es satt, diese Diskussion zu führen. Das letzte Mal hatten wir schon die Monster vor dem Eingang stehen. So schwer kann das doch nicht sein, sich an Regeln zu halten. Ich brauche unbedingt etwas zur Entspannung. Die letzten Tage habe ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Meine Frau hat zwar immer wieder was zu meckern gehabt, aber es war mir egal. Sie soll einfach meinen Anweisungen folgen. Eine kleine Ration Elex würde ihr auch gut tun. Dieses hektische Verhalten muss eingedämmt werden. Die tägliche Ration Elex wurde zugeführt. Effizienteres Arbeiten wird gewährleistet. Meine Frau hat sich erneut der Einnahme widersetzt. Es muss zeitig neues Elex beschafft werden. Mein Vorrat für die nächsten Tage wurde auf unsittliche Weise vernichtet. Eliminierung des Störfaktors wird eingeleitet. Ja, der hat seine Frau dann umgebracht. Eieiei. Schlechter Zeit. Du wirst angegriffen? Oh. Wo sind sie denn? Müssen wir also den noch loswerden?
So, jetzt ist Ruhe. Dann können wir endlich auch die Truhe öffnen. Da ist das Fleisch. Schrott. Ein kleiner roter Stein. Vielleicht haben wir jetzt genug, um da einen größeren draus zu bauen. Sammeln wir das trotzdem noch ein. Tja, und dann gucken wir, dass wir da rüberkommen, oder? Ich glaube, gegen alle müssen wir nicht kämpfen. Es hält nur auf. Ah, okay. Das sind nochmal Gegner. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da oben. Also hier einmal rum. Wir könnten natürlich auch die Abkürzung nehmen und einfach direkt hochfliegen. Was haben wir hier alle so an Gegnern? Gehen wir doch einfach weiter hoch. Teleporter Ostformer wurde aktiviert. Empfehle sofortiges Entfernen. Ob ich jetzt alle von den Teleportern habe? Keine Ahnung. Hier ist der Eingang. Da drumrum ist noch irgendwas. Schauen wir uns das mal an. Tja, dann. Okay, gehen wir es noch einmal durch. Lass mich mal kurz überlegen. Ich schätze, wir haben die größten Probleme in Marakor eliminiert. Ja, sehe ich auch so. Es scheint so, als hätten wir den großen Ansturm auf unsere Länder tatsächlich abgewehrt. Was heißt da wir? Wir werden den Rest noch aufräumen und uns bald wieder um unsere Belange zu Hause kümmern. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns zu Hause. In unserer Bastion, Commander. Fehlt jetzt noch der Hauptformer. Das Ding wird wieder neue Biester und Kämpfer hervorbringen, wenn wir das nicht verhindern. Ich werde mich darum kümmern.
Da habe ich keine Zweifel. Du bist der größte Feldherr, mit dem ich jemals in die Schlacht gezogen bin. Commander? Gut, mein Kleiner. Jetzt mach schnell. Dex, bist du da? Ja, Vater. Oder fehlt ein Stück Arm? Schnell, mach das Tor auf. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Es geht nicht. Irgendetwas lässt mich nicht durch. Aber du hast doch Cassandras Schaltkreise übernommen. Ja, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Och, Mann. Verdammt nochmal, was machen wir jetzt? Es gibt noch eine Möglichkeit. Aber die wird dir nicht gefallen, Vater. Was? Was redest du da? Ich werde das ganze System runterfahren. Nein, du wirst dich damit nur selbst eliminieren. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Ich muss es tun. Nein, Dex! Nein! Geh und rette die Menschen von Magalan, Vater. Die Skyans dürfen nicht gewinnen. Tu das nicht, bitte! Sag Mutter, ich hab euch lieb. Dex! Nein! Nein! Kaya wird mich hassen. Der Zentralrechner Cassandra wurde deaktiviert. Der Weg in den Hauptformer ist frei. Na, hoffentlich ist Dex nichts passiert. Wir schön. Können danach nicht weiterleben. Dann ist so. Das eben so. Wie? Dann ist Scheiße. Das eben so. Hey, 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 hey. Dex! Oh, noch Gegner. Mein Sohn, ich werde dafür sorgen, dass dein Opfer nicht umsonst gewesen ist. Der Plan des Veränderlichen. Ja. Die Skyans haben Angst. Sie haben Angst vor der totalen Vernichtung durch die Singularität. Das ist es, was sie antreibt. Einst waren sie Menschen. Bis sie angefangen haben, Gott zu spielen, dass sie unsterblich machen sollen. Heute sind sie nur noch Kreaturen, die nicht mehr aufhören können, ihre verabscheuungswürdigen Experimente voranzutreiben. Ich hoffe, der ist nicht zu groß. Wer weiß, was mich am Ende des Weges erwartet. Nur ein weiterer Scheusal oder wirklich eine neue Evolutionsstufe des Menschen. Ich werde es herausfinden. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tränke, die wir finden können? Oh!
Also wir sind schon arg fokussiert dafür, dass wir fürchten müssen, dass es Decks nicht mehr gibt. Ach, Mist. Und wohin jetzt? Links? Rechts? Heiltrank. Treibstoff. Von dem gibt es also mehr als genug. Aber ich finde es ganz gut, dass ich mir vieles davon kaufen habe können. Und es nicht habe suchen müssen. Na, wo seid ihr? Ich höre euch doch. Links, rechts? Wir gehen wieder erstmal links. Also wenn es nach mir ging, bräuchten wir jetzt nicht mehr so viele Gegner. Wir haben jetzt schon gegen große Armeen gekämpft. Naja, andererseits ist das natürlich der Hauptformer. Da erwartet man natürlich ein paar Gegner. Ich treffe ja gar nicht. Ja, gibt's einen Haufen Zeug. Das brauchen wir aber nicht wirklich. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, Verstärkung anzufordern. Ja, hätte ich auch gern, aber woher nehmen? Da hat man schon mal einen Hauptteil. Wir müssen aber, glaube ich, zum Computer und das ist dann die andere Ecke. Gehen wir also erstmal hier lang. Mal schauen, wie viele Feinde diesmal hier sind. Das hier ist offenbar das Allerheiligste der Skyans. Wenn wirklich ein Plan existiert, der die Singularität stoppen könnte, dann werde ich hier jemanden finden, der ihn kennt. Müssen wir die Treppe hoch?
vorher mal einen Trank noch. Tja, und bevor wir mit dem reden da vorne, der die ganzen Pläne kennen wird, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.